Kennst du diese fürchterliche und qualvolle Situation während der Voranzucht? Liebevoll alles ausgesamt, täglich immer hingeschaut, der Samen ist gekeimt, langsam wächst alles. Du kannst den Pflanzen sogar beim Wachsen zuschauen, freust dich, sie werden größer, größer. Und plötzlich fängt es dann an, dass deine Pflanzen schwächer werden und du weißt nicht warum. Sie faulen weg, gehen ein und dein Gärtnerherz zutiefst gebrochen und du fragst dich, warum so viele Mühe, so viele Arbeiten dahinter und jetzt nach Wochen alles kaputt, neue Marge und wieder das gleiche Problem und du weißt nicht warum und fängst an zu weinen oder schlägst gleich alles kaputt. Nach deinen emotionalen Ausbrüchen schaust du dann endlich in die Erde und siehst dann so kleine grau-weiße Larven, Larven der Trauermücken, die höllische schwarze Fliege. Die hat nämlich Eier in deine Topf- und Kübelpflanzen reingesetzt und das können auch gut bis zu 200 Eier werden. Die geschlüpften Larven fressen dann von den Wurzeln deiner Jungpflanzen und dann kann es auch passieren, dass sie auch ewig klein und mickrig bleiben, weil sie halt unten kein Wachstum haben, wird auch oben kein Wachstum passieren. Was kannst du jetzt alles machen, um auch deine Jungpflanzen davor zu schützen? Hierfür gibt es sehr viele einfache Hausmittel, die wahrscheinlich jeder bei sich zu Hause hat. Also Lösungen gibt es genug und kostengünstig. Fangen wir auch gleich mit dem Allrounder an, den man im Garten wirklich bei sehr vielen Sachen nutzen kann, nämlich Natron. Du kannst das Natron genauso nutzen wie das Puderzucker. Beim Verfeinern von deinen Backwaren kannst du mit einem feinen Sieb drüber streuen über die Erde. Der Vergleich ist schon ein bisschen ironisch, weil ich backe ja auch gar nicht und ich esse auch gar keine Backwaren. Ist auch wurscht, geht einfach nur ums Bild. Letztlich tust du dann das Natron auch ein bisschen befeuchten und dann gehen halt dann die Stoffe in die Erde hinein und werden dann dort die Larven töten. Wirken auf die Larven ein. Das gleiche kannst du auch theoretisch gesehen mit Knoblauch machen. Dort haben sie den schwefelhaltigen Stoff Allicin, der natürlich auch für den Geruch für den Knoblauch verantwortlich ist. Ist ein natürliches Pflanzenschutzmittel. Da kannst du gleich eine ganze Zehe, zum Beispiel bei den größeren Kübelpflanzen, mit reinsetzen. Und bei den Jungpflanzen könntest du dann theoretisch gesehen einen Knoblauchsud machen oder eine Zehe feinreiben und das halt oben an der Oberfläche mit verteilen und dann halt mit dem Gießwasser kommen halt dann die Stoffe mit in die Erde rein, wo sie dann auch wieder auf die Larven wirken. Ich persönlich bin dann mehr auf einen Knoblauchtee zum Beispiel, kannst einen Kaltauszug machen, indem du halt dann die Zehen klein schneidest und 24 Stunden im Wasser liegen lässt. Kannst auch das Wasser dann aufkochen und dort dann diesen Auszug machen und dann nach einer Stunde da zum Beispiel fein in deine Erde reinsprühen oder auch gießen. Gleiches Prozedere könntest du auch mit Petersilie machen. Da kannst du auch schön Petersilie fein hacken und damit zum Beispiel mulchen. Könntest du vielleicht einen Petersilientee auch draus machen, wie beim Knoblauch. Und Petersilie kann man ja, glaube ich, zu jeder Jahreszeit im Supermarkt einfach kaufen. Kaufst du einfach eine Pflanze, nimmst einfach einen größeren Topf, weil die wahrscheinlich da viel zu eng sind. Und kannst du dann hier die Petersilie immer wieder beernten, auch für deinen Salat zum Beispiel, ist ja auch gesund. Und kannst du dann auch hier für deine Jungpflanzen nutzen. Und auch hier Zimt kannst du genauso nutzen wie beim Knoblauch oder mit dem Natron. Kannst du hier kannst du Zimt oben drauf auf die Oberfläche von deiner Erde tun. Auch hier der Geruch vom Zimt schreckt zum Beispiel die Trauermücke ab, dass sie halt hier weniger daran ist, dort ihre Eier bei dir in die Erde mit reinzusetzen. Teebaumöl zum Beispiel hat auch eine antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaft und auch hier kannst du es auch nutzen gegen die Trauermücken, dass du halt zum Beispiel 20 Tropfen Teebaumöl in Wasser auflöst, damit dann deine befallenen Pflanzen gießen und das Öl wirkt sich dann auch natürlich auf die Larven dann wieder aus. Das gleiche Prozedere kannst du auch hier wieder 1:1 beim Lavendelöl auch anwenden. Allerdings wirken die beiden Sachen gegen die Larven, nicht gegen die ausgewachsenen Fliegen. Das heißt, die können sich dann auch weiter fortpflanzen. Das heißt, man muss auch wieder weitere andere Maßnahmen machen, dass die Fliegen gar keine Möglichkeit haben, ihre Eier dort abzulegen. Etwas Geduld, kommen wir zum späteren Zeitpunkt in dem Video zu sprechen. Nemöl kannst du genauso nutzen. Hier kannst du 10 ml in 1 Liter Wasser reinmischen. Nichtsdestotrotz ist meine Lieblingslösung immer noch mit Nützlingen zu arbeiten. Habe ich die besten Erfahrungen gehabt, um Trauermücken nachhaltig zu beseitigen bzw. ein Gleichgewicht zu schaffen. Und zwar, ich gieße Nematoden. Man kann sich Nematoden im Internet bestellen. Die werden dann in so einem
pulverartigen Trägersubstanz dann geliefert. Steht alles genau auf der Anleitung, wie du das alles handhaben sollst, wie lange das Ganze auch haltbar ist. Und ich habe sie dann einfach ins Gießwasser mit rein, schön aufgelöst nach Anleitung und damit halt dann auch die Pflanzen gegossen und auch geschaut, dass die Erde feucht bleibt. Sollte man normalerweise nicht machen bei den Traumücken, aber die Fadenwürmer dringen dann in die Erde ein und fressen dann die Larven von innen heraus. Deswegen auch die Feuchtigkeit erhalten, weil dann arbeiten natürlich auch die Nematoden. Jetzt kommen wir zu den Punkten, die du machen kannst, dass die Traumücken weniger Interesse von vorne weg haben, Eier in deine Kübelpflanzen reinzusetzen. Wichtig zu wissen ist, dass die Traumücken feuchte Erde bevorzugen, um halt dort ihre Eier reinzusetzen. Du solltest auch berücksichtigen, dass du, wenn du gießt, zum Beispiel dein Gießverhalten richtig anpasst. Also ich gieße immer gerne von unten meine Kübelpflanzen in der Wohnung oder auch meine Jungpflanzen und warte halt, bis alles komplett ausgetrocknet ist. Ist ein Zustand bzw. eine Umgebung, ein Milieu, die die Traumücke überhaupt nicht mag. Das kannst du auch zum Beispiel damit gewährleisten, indem du mal Sand an der Oberfläche mit ausbringst. Das mögen die Traumücken zu unter anderem genauso wenig. Muss halt auch schauen, dass der Sand halt regelmäßig trocken bleibt, aber wenn du von unten gießt, ist halt die Wahrscheinlichkeit geringer. Du kannst auch Gelbtafeln nutzen, das sind halt so spezielle Tafeln, an denen halt die Fliegen dann kleben bleiben. Wenn du halt jetzt einen extremen Befall von den Traumücken hast, dann siehst du auch erstmal mit den Gelbtafeln, wie viel du eigentlich hast. Es können auch richtig viel werden und das kannst du halt auch präventiv dann nutzen, bevor sie halt deine jungen Pflanzen kaputt machen. Und auch wieder eine meiner Lieblingslösungen, die ich erst vor ein paar Monaten mal gesehen habe, was ich richtig genial finde, wieder den natürlichen Kreislauf nutzen und fleischfressende Pflanzen nutzen. Die strömen dann so ein spezielles Aroma aus, indem halt beispielsweise dann die Traumücken angelockt werden und dann die fleischfressenden Pflanzen, die sie dann einfach verspeist. Ist bestimmt nett anzuschauen. Zum Beispiel kannst du dann Pflanzen wie das Fettkraut einfach in die Nähe von deinen Jungpflanzen stellen oder auch dann deine Zimmerpflanzen und einfach mal das Spektakel beobachten. Meistens ist es so, wenn du die Anzuchterde kaufst oder allgemein gekaufte Erde oder auch draußen vielleicht in einem Kompost, wenn du die Erde nutzt für deine Zimmerpflanzen oder für die Jungpflanzenvoranzucht, dass halt dann die Eier von der Traummückenlarve schon bereits drin sind. Und deshalb tun halt sehr viele Leute die Erde im Ofen sterilisieren, wenn sie sie für die Voranzucht nutzen. Ist jetzt nicht meine Lieblingslösung, weil dadurch das Leben im Boden, die Mikroorganismen vernichtet werden und das ist halt ein wesentlicher Faktor dafür, dass halt der Pflanzen kräftig und gesund sind. Video dazu habe ich schon gemacht, werde ich auch unten in der Beschreibung verlinken oder auch in der oben beim i zum Beispiel. Gerne reinschauen, ist die größte Lüge der Landwirtschaft zum Beispiel. Nichtsdestotrotz, wenn du das machst und dich dafür entscheidest, nutze bitte effektive Mikroorganismen beispielsweise oder Sauerkrautsaft, irgendwas, wo du dann die Mikroben wieder in den Boden bekommst, damit deine Pflanzen kräftig werden, schönes Wurzelwachstum haben und auch so deshalb auch gerüstet sind gegen Schädlinge wie zum Beispiel die Traummücken oder Krankheiten, dass sie einfach kräftig und vital wachsen. Ein weiteres Hindernis nun beseitigt für deine erfolgreiche Voranzucht 2024 und natürlich auch dementsprechend die Grundlage und Basis dafür, dass du ein erfolgreiches Gartenjahr 2024 hast. Weitere Videos zu dem Thema werden natürlich auch folgen. Kannst auch deshalb gerne den Kanal kostenlos abonnieren und auch hier weitere Videos anschauen. Grundlage, wie du zum Beispiel deinen Garten weiter pflegst, sind sehr spannende Videos, die deinen Erfolg für die Voranzucht nochmal zusätzlich erhöhen können.